Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, irgendwie immer am Start des Games ruckelt es immer ein bisschen. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Wir wollten hier eigentlich hier Anker wieder hochziehen. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall. Oh, was war das denn jetzt wieder für ein Freeze? Immer wenn ich die Aufnahme starte, freeze es immer so oft. Weiß nicht warum, woran das liegt. Aber dann können wir hier eigentlich mal die neuen Koordinaten eingeben. 5, 2, 9, 3. So, wie funktioniert das hier? 5, 2, 9 und dann hier 3. Oh, wir sind wieder am Verdursten. Das ist ja super. Oh, ist das anstrengend. Oh, ne. Da. So, wir trinken mal die Kokosnuss. Den packen wir aber lieber mal dahin. Und habe total übersehen, dass wir am Verdursten sind. Aber jetzt müssen wir auch so was essen. So, was können wir essen? Die Kartoffeln, würde ich sagen. Dann nehmen wir die hier auch nochmal. Das packen wir mal dahin. So. Und wir haben ja jetzt diese Baupläne, die müssen wir gleich, sobald wir den da eingesammelt haben, mal am ausprobieren, wie wir die erlernen können. Ich glaube, hier können wir das machen. Wenn wir das hier hinpacken. Oh, wir können den hier lernen. Der ist erforscht. Und was haben wir hier? Den können wir nicht erforschen. Wo ist denn der überhaupt? Hier können wir Lederbein schützen. Komplette Ausrüstung. Was ist das hier? Netzkanister. Fortgeschrittenes Sammelnetz. Dafür brauchen wir einen Titanbarren. Und wir brauchen noch eine Feder. Stirnlampe. Dafür fehlt uns eine Batterie, um die zu erlernen. Können wir eben. Falsche Kiste. Eine Batterie. Dafür brauchen wir einen Kupferbarren. Wir haben aber keinen Kupferbarren mehr. Aber wir können eben die Baupläne hier reinpacken. Rezept rote Melone. Kokosnussschlag. Wir brauchen eine Kiste für Rezepte. Ich glaube, die tun wir erstmal vielleicht doch hier hin. So. Dann kommen hier erstmal die Baupläne hin. Und hier die Rezepte. Baupläne haben wir ja bisher noch nicht so viele. Und hier können wir dann. Plastik haben wir mehr als genug. Ach komm, Schrott packen wir erstmal hier hin. Glas haben wir wieder ein. Und wir haben wieder 3 Metallbarren. Das ist super. Und 6 von denen haben wir jetzt insgesamt. So, da können wir. Von unserem Werkzeug. Hier die Angel können wir wieder hier hinpacken. Ah, wir können den hier hin. Und den hier hin. So, Planken nehmen wir auch wieder zu uns. Aber dann eher hier. Komm, die Axt packen wir auch erst einmal hier hin. Beziehungsweise wir tauschen die hier so mal um. Speere brauchen wir nicht wirklich. Und dann haben wir hier noch so einen schönen Palmblatt, den wir nicht brauchen. Und da kommt wieder eine Kiste. Geil. Wir haben aber ein paar Fässer. Ja. Den müssen wir aber noch hoffentlich kriegen. Nein!
Aber die Kiste kriegen wir. Das wäre jetzt nicht so nice. Aber den haben wir. Planken haben wir jetzt 17. Okay, dann machen wir hier eben voll. Und ich hoffe, da sind auch noch ein paar Planken drin. Komm. Ja, nice. Immer ein paar. Schmeiß mal den weg. Und das auch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir an den da rankommen. Aber wir können hier zumindest noch mal einen hinplatzieren. Ey, aber es wird hier langsam. Boah, ich freue mich, wenn das Ding hier fertig ist, wirklich. Ah, geil, die Planke haben wir. Ich habe so das Gefühl, das Fass kriegen wir nicht. Nee, den kriegen wir nicht, aber komm, wir sehen zu, dass wir die Planke zumindest mitnehmen. Und jetzt nochmal so. Geil, den haben wir. Und noch ein Stein, super. Und weg damit. So, dann können wir noch einen hinbauen. So, dann fehlen hier noch 4. Und dann können wir hier vorne anfangen, das alles dicht zu machen. Obwohl, wir brauchen auch bald wieder einen neuen Haken. Ich würde sagen, wir bauen jetzt schon mal den neuen. So, wo haben wir das? Unter Werkzeuge. Hier, Haken. Fehlen uns Planken. Haben wir nicht genug für. So, ich hoffe, da sind genug Planken drin. Ach nee, kann doch nicht sein. So, jetzt haben wir den. Und damit weg. Wie viel haben wir? Immer noch ein. Was haben wir denn eingesammelt? So, den und dann den da hinten. Müssen wir gleich machen. Ich hoffe, den erwischen wir jetzt so. Ah, sieht geil aus. Den haben wir. Nice. So, ich hoffe, den kriegen wir jetzt auch. Ah, geil, noch eine Planke dazu. Wie viel haben wir jetzt? 5 von 6. So. Nee, zu weit nach rechts. Vielleicht so. Die Kiste müssen wir haben gleich. Ah, geil, wieder Rüben. Und so. Ich hoffe, den kriegen wir. Komm, ein bisschen noch. Ja, nice. Ja, den kriegen wir locker. So, dann können wir das wegschmeißen. Ja, komm, wir bauen erstmal das hier.
Bevor wir einen neuen Haken, weil der Haken, der hält noch einiges aus. Na, Boris? Wir müssen auch wieder was essen und trinken. Mit Durst tun wir richtig schnell hier. So, und das weg. Wir haben aber auch sehr viel Schrott wieder auf Tasche. So, dann schnabulieren wir mal die Kartoffeln. Da kommt wieder eine Kiste. Ja, noch ein bisschen warten. Komm, jetzt können wir werfen. Na, ich hoffe, den kriegen wir. Wir müssen noch ein bisschen mehr in diese Richtung. Ja, geil. Wir haben 3 von 6. Okay, wenn wir den Fass jetzt noch kriegen, dann bauen wir uns einen neuen Haken. Wieso wirft er immer ein bisschen weiter nach rechts? Verstehe ich nicht. So. So, dann erst einmal noch die Steine weg und unsere wunderschönen Palmblätter. Ich habe jetzt die... Oh, nee. Ich habe die Planken jetzt da reingetan. So, dann packen wir das drauf. Ja. Toll von uns, eh? Plastik brauchen wir auch nicht mehr. So, dann können wir jetzt nochmal einen neuen Haken bauen. Schrotthaken, genau. Fernglas. Bräuchten wir 2 leere Flaschen. Insektennetz. Hier einfaches Bett. Dafür brauchen wir Palmblatt. Ach so. Forschungstisch haben wir schon. Messer haben wir. Sammelnetz. Vogelnest. Recycler. Kombiniert grundlegende Ressourcen zu Handelspostenwährung. Ach krass. Und dafür brauchen wir noch eine Leiterplatte. Warte, dann. Hier. Wir haben keine Kupferbarren dafür. Okay. So, dann schauen wir mal. In welche Richtung gehen wir? Wir müssen in die Richtung. Ich hoffe, das reicht aus, was wir hier machen, um dahin zu kommen. Ich hoffe, wir kriegen da auch diese Ruderdingskirchen. Wie heißen die? Diese Motoren. Und alles andere, was nötig ist, um die zu bauen. So, wir müssen wieder immer noch was essen und trinken. So, Essen haben wir hier. Komm, dann trinken wir mal die Mangos. Den Fass kriegen wir nicht mehr. Und so. Nee, falsche Truhe. So, dann ziehen wir das mal hier hin. Wir tauschen die beiden aber mal aus. Dann können wir hier die Rüben ein bisschen brutzeln. Ich hatte kurz gedacht, dahin wäre eine Insel, aber
Wir haben nur den Floß da hinten. So, dann packen wir den auch schon mal hier hin. Und da sind die Kartoffeln. Die Pilze können wir auch mal braten. So. Schrott sind wir wieder bei 18. Seile haben wir voll. Können wir gleich wegschmeißen. So, die Kiste wollen wir noch haben. Ah, da ist wieder eine Insel. Wir müssen noch knapp 1200 Meter in diese Richtung. Der hier sagt zwar dahin, aber wir wollen da nicht hin. Ah, geil, den haben wir sauber erwischt. Ich glaube, den kriegen wir so nicht. Ja. So, dann vielleicht. Ich war jetzt von der Insel abgelenkt. Die sah schon ein bisschen groß aus. Und die schnappen wir uns jetzt. Ah. Ich hatte gehofft gehabt, dass wir es schaffen, ohne von Boris erwischt zu werden. Komm. So. Wenigstens haben wir geschafft. Nee, wir wollen die Rüben. Wir hätten da auch eigentlich die Planken holen können. Aber nee, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zur anderen Insel. So, wir brauchen noch ungefähr 1000 Meter. Aber wir müssen jetzt in die Richtung eher. So. Ist das denn überhaupt auch schon gerade hier? Nee, nicht ganz. Wir haben ja immerhin 8 von 6. Das heißt, hier das Loch können wir gleich noch füllen, wenn wir noch 4 Stück kriegen. Davon haben wir ja wieder ein Fass. So, ich darf jetzt nicht zu weit vorlaufen. Nee, wird so nicht funktionieren. Ich glaube, das Fass kriegen wir nicht mehr. So. Die Garderübe nehmen wir mit. Ja, okay, komm. Ach, die Pilze können wir hier nicht drauf packen. Die können wir nur so essen. Ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, dass wir die Pilze nur so essen können. Ah, es gefällt mir schon hier. Anker werden wir jetzt noch nicht werfen. Nur, dass wir hier nicht wirklich springen können. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wo kriegen wir eigentlich Federn her? Ich finde es immer noch komisch, dass wir hier immer rückwärts fahren. Das ist ja eigentlich das Heck. Das ist die Rückseite. Das ist ja die vordere Seite hier. Hier haben wir ja den Stoßram. Den Rambock. Oder wie nennt man das bei Schiffen? Das weiß ich nicht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie man die Dinger nennt.
bei Schiffen, womit man andere Schiffe rammt. Ja, ich hoffe, den kriegen wir. Wir haben momentan einen sehr, sehr hohen Wellengang. Ja, okay. Haben wir halt so gekriegt. Ne, den haben wir nicht gekriegt. Aber ich hoffe, den kriegen wir. Ja, müssen wir anders machen. So. Ja, geil. Und eine Kartoffel haben wir dazu gekriegt. So, dann... Nein, wir können den noch nicht machen. So, wie weit ist es denn noch? 800. Ah, Batterie ist noch relativ voll. Okay. Das heißt, ich muss mir noch keine Sorgen um die Batterie machen. Haben wir noch irgendwas zum Kochen? Auf Tasche? Nö. Wir haben aber wieder Palmblätter. Unsere allseits beliebten Palmblätter. Jo, wie viele kommen da jetzt? Ich hoffe, den kriegen wir jetzt. Ne, müssen wir ein bisschen höher. So, den haben wir. 8 Stück haben wir jetzt, nice. Also an Planken. So, ich hoffe, den kriegen wir auch noch. Ein bisschen zu weit geschossen, aber... Reicht wohl aus. So. Und noch eine Kartoffel, nice. Ja, geil. Jetzt den da noch. Komm. Ja, perfekt. Und den da. Komm schon. Nice. So, schauen wir mal, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind. Ja, es kommt schon näher. Das heißt, wir müssten auch schon gleich da sein. Können wir den hier erstmal zumachen. Und hier. Tschüss, Insel. Wir fahren erstmal an dir vorbei. Meter. Nice. So, und... Ne, ich glaube, den schaffen wir nicht. Zumindest noch nicht von der Entfernung. Aber jetzt müsste es gehen, oder? Ja, den kriegen wir jetzt locker. So. Nee, zu weit nach rechts. Okay, jetzt zu weit links, aber... Ja, hier konnten wir noch gegensteuern. So. Also sind da Quallen? Oh, wie cool. Nice. So,
So, dann können wir die Rüben auch erstmal hier hinpacken. Und hier können wir erstmal nichts reinpacken. Aber alles andere können wir erstmal wegschmeißen. Die brauchen wir nicht. Haben wir genug? 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 So, wie lange dauert das noch? 400 Meter. Da bin ich gespannt, wo wir jetzt ankommen. Oh, wieder diese Freezes. Ich glaube, wir kriegen die Planke auch noch mit. Mhm. Und hier, ja, nice. Haben wir. Den hier auch. Den wollen wir aber nicht. Und was haben wir noch? Eine Rübe. Eine Rübe haben wir noch. Ah, da kommt eine Kiste. Und wir können erstmal zwei Planken bauen. Ich würde sagen, wir machen so. Und so. Ich frage mich, ob wir die Kiste auch noch kriegen. Bisher alle, die wir nicht strikt übersehen haben, haben wir gekriegt. Oh, keine Planken mehr. Ja, keine Ahnung, wie das gekommen ist. Dahin kommt eine Insel. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Insel ist. Eine Insel mit einem Funkturm. Ist das vielleicht die Insel, wo wir hin müssen? Ja, da ist aber noch irgendwas. Da ist ja noch was an der Insel. Ist das eine Yacht? Eine riesige Yacht? So, dann drehen wir mal dahin. Ein bisschen. So, Palmblätter weg. So, da können wir nochmal nach vorne bauen. Hier. Beziehungsweise hier machen wir das. Spiegeln. So. Und nochmal spiegeln. Wir hier. Und dann fangen wir so an. Jo, da ist einfach mal ein Riesenschiff dran. Nice, auf jeden Fall. Muss ich ehrlich sagen. Die müssen wir jetzt kriegen, oder? Nein. Ja, komm, den kriegen wir. Ah, der schwimmt auch noch auf uns zu. Ich hoffe, wir kriegen den auf die Art. Komm, 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 komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, geil. Und ein Palmblatt dazu. Dann machen wir hier noch den.
sanftes Drehen auf die Insel zu. Alter, ist einfach mal eine riesige Yacht dazu. Ich bin gespannt, was wir da für Baupläne kriegen. Nur der Wellengang gefällt mir nicht, dass er uns in die Richtung erzwingt. Aber ja, wir kommen jetzt sofort gleich hier an. Das ist auf jeden Fall nice. So, dann gehen wir mal runter und lichten schon mal den Anker. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge riskieren wir es mal, da reinzugehen.